Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Herr Minister ist eingetroffen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, lieber Herr Bundesminister, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Förderer, liebe Eltern, Gäste, sowohl vor der Kamera als auch hinter den Bildschirmen und natürlich herzlich willkommen, lieber Jahrgang 2022. Hier im Herzen unserer Hansestadt, im Schatten des Rathauses, begrüßen wir schon seit 22 Jahren, seit der Gründung der Hochschule, unsere neuen Studierenden. Einige von denen, die früher dort saßen, wo Sie jetzt sitzen, gestalten heute nebenan die Tagespolitik als Abgeordnete der Bürgerschaft. Sie sehen also, rechts und links von Ihnen sitzen interessante Persönlichkeiten, die Sie bisher unter anderen Umständen auf unserem Campus bei Kleingruppe und Flunkyball kennengelernt haben. Nun möchten wir Sie aber offiziell hier in unsere Hochschulgemeinschaft aufnehmen. Und zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Eltern aber die Gruppe vorstellen, die Sie in den nächsten Jahren auf diesem Weg begleiten werden. Begrüßen Sie mit mir unsere Präsidentin Katharina Bulewölki und unsere Fakultät. Herzlich willkommen für Ihren wunderbaren Applaus. Mein Name ist Katharina Bulewölki, ich bin die Präsidentin der Vucerius Law School und ich darf Ihnen die Vertreterinnen und Vertreter unseres Professoriums einzeln vorstellen. Neben mir steht Christian Bumke, Professor Christian Bumke. Professor Carsten Gede. Professor Felix Hanschmann. Professor Kai-Michael Hingst. Professor Klaus-Stefan Hohenstatt. Professor Axel Kämmerer. Professor Paul Krell. Professorin Linda Kuschel. Professor Mehrdad Payande. Professor Thomas Rönnau. Professorin Anne Röthel. Und unser Ehrenpräsident, Professor Carsten Schmidt. Weil wir so schön hier stehen, werden wir jetzt auch noch ein Foto machen. Wir sollen eine Treppe ein bisschen zusammen und ich darf mich in die Mitte stellen. Ja?
Wir sind Stiftungshochschule. Das heißt, Sie, lieber Jahrgang 2022, studieren an einer Institution, die vor 22 Jahren von der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründet wurde und bis zu heute zu einem großen Teil von ihr finanziert wird. Bucerius, Gerd Bucerius, gibt unserer Institution nicht nur seinen Namen, sondern ist als Rechtsanwalt, Politiker und Verleger und vor allem aktiver Mitgestalter deutscher Nachkriegsgeschichte ein Vorbild für unsere tägliche Arbeit. Ich freue mich sehr, nun den neuen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Professor Manuel Hartung, vorstellen zu dürfen. Manuel Hartung studierte Geschichte in Bonn, besuchte die Henri-Nannen-Schule, eine Journalistenschule, und erwarb einen Master of Public Administration an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University. Er hatte in den letzten Jahren verschiedene leitende Funktionen bei der Zeitung Die Zeit, zuletzt als Ressortleiter Wissen und Herausgeber von Zeit Campus. Der Bucerius Law School ist ja bereits seit 2017 über unser Kuratorium verbunden. Wir sind sehr glücklich, dass er zum Jahresanfang die Leitung der Stiftung übernommen hat. Ich freue mich sehr, dass er heute ein Grußwort an Sie richten wird. Lieber Manuel. Lieber Herr Minister Dr. Marco Buschmann, Jurist, Politiker und übrigens auch unter dem Künstlernamen MB Sounds, DJ und Komponist, ein Verteidiger der liberalen Freiheit, es ist eine große Ehre und Freude, dass Sie heute bei uns sind. Liebe Katharina Bulewölki, liebes Professorium, lieber Meinert Weizmann, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie haben mit so viel Engagement und Hingabe unsere Studierenden durch die Corona-Jahre begleitet. So gut, so möchte ich sagen, wie, glaube ich, an wenigen anderen Orten. Vielen, vielen Dank hierfür. Liebe Freunde und Förderer, lieber Herr Präsident, ich danke Ihnen von Herzen für die Unterstützung der Bucerius Law School. Danke, dass Sie so vieles möglich machen. Und vor allem, liebe Studierende, Sie sind die Neuen. Sie sind die neuen Gestalterinnen und Gestalter, die unsere Hochschule prägen und verändern und, so hoffe ich, auch unsere Gesellschaft. Seien Sie herzlich willkommen in der großen Bucerius-Familie. And dear international students, you came here from two dozens of countries to study at Bucerius, a very warm welcome to all of you. Und auch das darf ich sagen in diesem großen Rahmen, liebe Eltern, liebe Familie, liebe Freunde, Sie sind zu Recht stolz und ich freue mich, dass Sie auch alle hier sind. Steht uns eine Zukunft ohne Fortschritt bevor? Steht uns eine Zukunft ohne Fortschritt bevor? Andreas Reckwitz, einer der wirkmächtigsten Soziologen unserer Zeit, ein Mann, dem Spitzenpolitiker auch oft zuhören. Andreas Reckwitz hat in einem großen Essay vergangene Woche eine These aufgestellt. Eine These, deren Inhalt die Gegenwart beschreibt und eine Zukunft vorhersagt. Zitat: Anstelle eines Vorwärts und Aufwärts gibt es nun ein Rückwärts und Abwärts, so schrieb Reckwitz im Spiegel. Kurzum, er sagte eine Zukunft voraus, in der die Gesellschaft eines ihrer großen Versprechen verliert, nämlich das Versprechen, das Morgen ist besser als das Heute und das Heute ist besser als das Gestern. Denn jetzt befinden wir uns inmitten einer Krise, die so groß ist, dass ich sie als eine Alleskrise bezeichnen möchte. Die netten Jahre sind vorbei. Die Erde wird wärmer, der Meeresspiegel steigt, die Biodiversität nimmt ab. Anthropozän, so nennt man dieses Zeitalter, in dem sich der Mensch nicht mehr in eine Naturgewalt einfügt, sondern selbst zur Gewaltnatur wird. Wir erleben den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir hören plötzlich Worte wie Mobilmachung, die man sonst aus Geschichtsbüchern kannte. Wir bekommen weniger Energie und weniger Wohlstand. Wir fürchten die Kälte, die Kosten. Am Ende kommt der Winter. Hat Reckwitz recht? Nach Jahrzehnten des Vorwärts und Aufwärts
Gibt es nun bloß noch rückwärts und abwärts? Fragezeichen. Reckwitz analysiert nicht nur, dass es keinen Fortschritt gibt, er kritisiert auch, dass wir nicht mehr an den Fortschritt glauben. Zitat: Ohne den Fortschrittsimperativ und das Fortschrittsversprechen, ohne die Vorstellung, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart, so wie auch die Gegenwart bereits besser ist als die Vergangenheit, kann die moderne Gesellschaft bisher nicht existieren. So schreibt er. Zitat Ende. Fortschritt? Fortschritte haben wir in rasender Geschwindigkeit erlebt, und dass Fortschritt nicht nur etwas Ökonomisches ist, dazu ein paar Schlaglichter. Technologisch. 2007 wurde das erste iPhone auf den Markt gebracht. Viele ihrer Professoren haben 2/3 ihres Lebens ohne ein solches verbracht. Wir denken oft in linearen Veränderungen, dabei sind Veränderungen exponentiell. Gesellschaftlich. 2017 wurde die Ehe für alle beschlossen. 2021 verankert die Ampelkoalition die Verantwortungsgemeinschaft in ihrem Koalitionsvertrag. Wissenschaftlich. Eine kleine, ehemals kleine Mainzer Firma schützt mit ganz neuartigen Impfstoffen die Welt vor dem Coronavirus und macht die Stadt zum Gewerbesteuerkönig. Aber auch normativ. Da prägte uns viele Jahre die Aufstiegsgeschichte von Liberalität und Liberalismus. Die Suche nach dem Fortschritt ist ein Versprechen, das eine Gesellschaft in Bewegung hält. Und jetzt? Reckwitz schreibt weiter: Wer an den eindeutigen Fortschritt glaubt, steht unter Naivitätsverdacht. Meine Damen und Herren, ich will mir diesen Gedanken nicht nehmen lassen. Den Gedanken, dass wir Fortschritt bewirken dürfen, dass Sie und ich Fortschritt bewirken können, und den Gedanken, dass durch Sie, liebe Studierende, diese Welt besser werden kann. Die Idee des Fortschritts, so will ich sagen, die Idee des Fortschritts ist nicht naiv, die Abwesenheit dieser Idee ist negativ. Denn Zukunft ohne Fortschritt ist Dystopie, und Fortschritt mit Zukunft bewahrt einen Kern von Utopie in dieser Welt. Denn, so will ich sagen, besonders Ihre Generation, die gibt uns Anlass zur Hoffnung. Erstens, wegen ihrer Einsatzbereitschaft. Ein paar hundert Meter von hier demonstrieren die Aktivisten von Fridays for Future. Hier in der Handelskammer feiern sie ihren Friday for Future. Und auch an beiden Stellen suchen sie neue Begrifflichkeiten für persönliches und gesellschaftliches Wachstum. Zweitens, wegen ihrer Solidarität. In der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie junge Menschen zu Hause geblieben sind, wie sie auch einen Teil ihrer Jugend aufgegeben haben, um mit Älteren und Kranken solidarisch zu sein. Die dritte Hoffnung, wegen ihrer Wissenschaftsorientierung. Wir haben gesehen, wie Wissenschaft plötzlich in den Vordergrund gerückt ist, wie eine ganze Nation mit Forschung in Berührung kommt. Und viertens, wegen ihrer Klarheit. Wir haben gesehen, wie unser Land zusammensteht, um die Freiheit der Ukraine zu unterstützen. Auch hier an der Bucerius Law School wurden Spenden gesammelt, Benefizkonzerte veranstaltet, wurde Menschen ganz konkret geholfen. Und diese Situationen zeugen von einer inneren Widerstandskraft gegen die Belastungen der Gegenwart. Sie zeugen davon, dass es sich lohnt, für den Fortschritt zu kämpfen, unerschrocken und unerschüttert. Und gerade, Manfred Weizmann hat das erwähnt, gerade eine Stiftungshochschule wie die Hochschule, die Bucerius Law School, die von der Zeitstiftung getragen wird, kann ein Ort sein für mutige Veränderung. Und davon erzählt schon die Lebensgeschichte unseres Stifters, Bucerius. Gerd Bucerius, der Namensgeber der Hochschule, an der Sie begonnen haben zu studieren. Bucerius war Jurist, genau wie Sie es einmal sein werden. Geboren 1906, er arbeitete zunächst als Richter, bis er aufgrund seiner Heirat mit einer jüdischen Frau von den Nazis als unzuverlässig eingestuft wurde. Er wurde Rechtsanwalt, verteidigte auch jüdische Mandanten. Er wurde Bausenator Hamburgs und Abgeordneter im Bundestag für die CDU, bis er sein Mandat niederlegte, als die Bundestagsfraktion ihn für einen Artikel mit der Überschrift »Brennt in der Hölle wirklich ein Feuer?« kritisierte, den der Stern publiziert hatte. Denn Bucerius war Mitbegründer der Zeit, er war Verleger des Stern, er war Publizist und Unternehmer. Und ich glaube, dass Bucerius vieles abbildet von dem, was Sie auch mit Ihrem Studium erreichen können.
Er war Beweger, er war Treiber des Fortschritts, ein unruhiger Geist, als der er immer bezeichnet worden ist. Zeuge seines Erfolgs als Verleger ist die Zeit, die bis heute erfolgreich ist. Und Zeuge seines Erfolgs als Unternehmer ist die Zeit Stiftung, die mit einem Vermögen von gut 1 Milliarde Euro Kunst und Kultur, Bildung und Forschung, Politik und Gesellschaft fördert. Was können wir, was können Sie aus dieser Fortschrittsgeschichte von Bucerius für Ihr Studium hier an der Bucerius mitnehmen? Erstens, nutzen Sie Ihre Talente. Denn ein Studium an der Bucerius Law School lehrt Ihnen vieles. Nicht nur Straftatbestände zu prüfen, Verträge zu schließen oder gegen Verwaltungsakte vorzugehen. Nutzen Sie Ihre Talente, um Mandantinnen und Mandanten auch in der Law Clinic zu unterstützen und auch sich politisch zu engagieren. Es gibt eine ganze Reihe von Absolventen, die mittlerweile im Deutschen Bundestag sitzen oder in anderen Parlamenten engagiert sind. Nutzen Sie Ihre Talente, um sich qualifiziert in private und öffentliche Debatten einzubringen. Und nutzen Sie Ihre Talente, um sich in der Ungewissheit dieser Welt gut zurechtzufinden und um eine Fähigkeit zu erwerben, die ich Verunsicherungsfähigkeit nennen würde. Also die Fähigkeit, nicht nur nach den Gewissheiten zu suchen, sondern Verunsicherung auszuhalten und Ihre eigene Verunsicherung produktiv zu gestalten. Und nutzen Sie Ihre Talente schließlich, um diese Bucerius, diese Law School, auch diese Stiftung und auch Politik und Zivilgesellschaft voranzutreiben. Sie sind nicht nur hier, um Wissen zu konsumieren und exzellente Juristinnen und Juristen zu werden, Sie sind auch hier, um zu gestalten. Und wenn Sie diese Talente nutzen, dann ist es, glaube ich, gar nicht naiv, an den Fortschritt zu glauben. Ich glaube, dann können Sie nach Veränderungen in dieser Welt suchen, für diese Veränderungen kämpfen, für Freiheit und Demokratie und für viele kleine Fortschritte. Und für diesen Staat wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen alles Gute. Schön, dass Sie hier sind. Und jetzt habe ich noch die ganz, ganz besondere Ehre, Sie begrüßen zu dürfen, sehr geehrter Herr Bundesminister der Justiz, geehrter Dr. Marco Buschmann, jemand, der für die Verteidigung von Freiheit, für die Verteidigung von Bürgerrechten steht, sich für diese einsetzt und uns heute in seinem Festvortrag über das Thema Konflikt und Urteilskraft in seine Gedanken zur Verteidigung dieser Freiheit einführen wird. The floor is yours. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Bucerius-Familie. Sehr geehrte Frau Professorin Bolle-Wölki, sehr geehrter Herr Weizmann, sehr geehrter Herr Professor Hartung, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, lieber Lehrkörper, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, liebe Eltern, aber vor allen Dingen liebe künftigen Studentinnen und Studenten. Sie beginnen heute einen Abschnitt in Ihrem Leben, der mit keiner geringen Wahrscheinlichkeit vermutlich zu einem der schönsten Ihres Lebens gehören wird. Für mich ist er das geworden, und zwar das Jurastudium. Als ich in Bonn studiert habe, unter anderem bei Carsten Schmidt, hat er uns übrigens in den Vorlesungen immer gesagt, also so wie in Hamburg, wie in dieser neuen Hochschule, an der ich da jetzt mitarbeite, so müsste das eigentlich gemacht werden. Also schon damals habe ich viel von der Arbeit hier mitbekommen, obwohl ich an einer anderen Universität studiert habe. Sie werden neue Menschen kennenlernen, Sie werden neue Ideen kennenlernen und ich garantiere Ihnen, Sie werden auch sich selbst neu kennenlernen und im besten Falle über sich hinauswachsen. Sie dürfen das Studium des Rechts an einer der interessantesten Hochschulen unseres Landes, in einer der wahrscheinlich charaktervollsten
Städte dieses Landes aufnehmen. Das ist beneidenswert und das ist ein Privileg und das sollten Sie nicht vergessen. Ich will Ihnen für diese Zeit ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die ich unter die Überschrift, wir hörten es bereits, Konflikt und Urteilskraft stelle. Die Begriffe sollen Ihnen andeuten, dass das Fach, das Sie nun studieren werden, eines ist, das, ja, wie soll ich sagen, nicht durch besonders harmonische Verhältnisse gekennzeichnet ist. Im Gegenteil. Sie studieren die streng rationale Bewältigung von Konflikten. Ohne Konflikte bräuchte man keine Juristen. Ihre Berufung wird sein, Konflikte mit dem Verstand statt mit der Faust zu lösen. Ihre Berufung wird es sein, den Konflikt nicht wie einen Teufel zu verdammen, sondern ihn als Conditio Humana zu akzeptieren. Ihre Berufung wird sein, dem Konflikt sein destruktives und spalterisches Potenzial zu nehmen und ihn einer akzeptablen Lösung zuzuführen. Und mehr noch, Ihr Beruf wird sein, den Konflikt als Antriebsenergie für den Fortschritt in dieser Gesellschaft zu nutzen. Und ich garantiere, dass wir uns vorher bei unseren Manuskripten nicht abgesprochen haben. Kurz, Ihre Berufung ist eine unverzichtbare Säule für das, was wir Zivilisation nennen und was alles andere als selbstverständlich ist, das zeigt unsere Gegenwart. Konflikte mit dem Verstand statt mit der Faust zu lösen. Auch für das Recht gilt nämlich, was der große, aus Hamburg stammende Soziologe Ralf Dahrendorf für liberale Ordnungen immer zurückgewiesen hat. Ihr Ziel könne und dürfe eben nicht die eine große utopische Synthese aller Verschiedenheiten sein. Vielmehr komme es für eine menschliche, liberale und entwicklungsfähige Gesellschaft immer darauf an, die Widersprüche der Normen und Interessen in Spielregeln zugleich zu bewältigen und auch zu erhalten. Ich finde, das ist eine wunderbare Formulierung. Die Widersprüche der Normen, und Sie werden feststellen, derer gibt es viele, und Interessen in Spielregeln zugleich zu bewältigen und zu erhalten. Denn nur dann gibt es Fortschritt. Wir streben keine konfuzianische Harmonie nach chinesischem Vorbild an. Denn das ist das Ende der Individualität und damit auch das Ende von Freiheit nach unserem westlichen Verständnis. Liberale Ordnungen machen Konflikt fruchtbar. Aber sie haben eben auch immer Konflikte, weil Menschen verschieden sind und weil sie frei sind. Für das Recht ist das augenscheinlich. Recht in Westeuropa wird durch den Konflikt geboren, in kontradiktorischen Verfahren, in Verhandlungen, die als Disput mit Rede und Gegenrede angelegt sind. Recht ist immer auch Streit. Daher heißt das, was wir und Sie auch in Zukunft vor Gericht tun werden, einen Rechtsstreit zu führen. Selbst zwischen Gerichten gibt es Streitigkeiten. Sie werden sich viel damit beschäftigen, selbst zwischen den höchsten Gerichten. Wir feiern in diesem Jahr den 70. Geburtstag des Europäischen Gerichtshofs. Und selbst der hat sich mit den Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten gestritten in vielen wichtigen Fragen. Selbst bei einer so fundamentalen Frage, ob in der Europäischen Union so etwas gilt wie Grundrechte, war es lange Zeit umstritten zwischen dem Europäischen Gerichtshof und den mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichten, ob es denn so etwas gibt. Und auch dieser Konflikt hat Früchte getragen, nämlich das, was wir heute die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union nennen. Mich hat dieser Konflikt so fasziniert, dass ich darüber mal meine Doktorarbeit geschrieben habe, aber auch das zeigt, der Streit kann die edelsten Früchte tragen. So also wird gutes Recht fortentwickelt und deshalb glaube ich, und auch darüber bin ich bereit, einen gesitteten Streit auch mit Herrn Reckwitz zu führen, ich glaube nicht an ein Ende der Geschichte, nicht so wie es Hegel oder Marx oder Fukuyama oder Herr Reckwitz beschrieben hat. Es gibt kein Ende der Geschichte und es wird auch kein Ende der Rechtsgeschichte geben, solange Menschen ihren Verstand investieren, um die Welt besser zu machen. Und dazu sind Sie aufgerufen, meine Damen und Herren. Wenn Sie nun in den kommenden Jahren den Umgang mit dem Recht studieren, dann erlernen Sie keine bloße Technik.
dann studieren Sie keine politisch-moralisch indifferente Wissenschaft, die immer zu eindeutigen Lösungen kommt. Und übrigens lassen Sie sich von den Naturwissenschaftlern nicht einreden, dass die immer zu eindeutigen Lösungen geben. Das tun die nämlich auch nicht. Dass das nicht so sein kann, dass der Jurist eine politisch-moralisch indifferente Wissenschaft studiert, das haben wir in Deutschland gelernt durch die schlimmsten Lektionen der Geschichte. Das darf nicht sein. Denn nur das zu sein, ein Rechtstechniker, so haben sich Juristen nach 1945 gerechtfertigt, die zu Mittätern im Umrechtsstaat der Nazis geworden waren, die nicht den Weg von Gerd Bucerius gegangen sind, sondern die den Weg der Diktatur mitgegangen sind. Sie sagten, sie seien bloß, Zitat, Techniker des Rechts gewesen, nüchtern, sachlich und streng logisch die Regeln anwendend, der Ordnung allein verpflichtet. Eine wichtige Konsequenz aus diesem Irrweg hat unser Staat erst mit Beginn dieses Jahres gezogen. An der für ihre Ausbildung wichtigen, einschlägigen Stelle des deutschen Richtergesetzes heißt es seit dem 1. Januar, Zitat, die Vermittlung der Pflichtfächer, die juristischen sind gemeint, also der examensrelevanten Fächer, das ist ja immer ganz wichtig bei Studenten, erfolgt auch in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur. Und dabei geht es nicht um die Einübung moralischer Selbstgewissheit oder Überlegenheit, die man ja sehr leicht haben kann, wenn man aus großer Distanz auf die Vergangenheit zurückschaut. Nein, nötig ist vielmehr, was der mutige Jurist Fritz Bauer, ohne den es die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 60er Jahren nicht gegeben hätte, einmal als die wesentliche Aufgabe des juristischen Studiums bezeichnet hat. Und ich zitiere ihn an dieser Stelle: Der Jurist, den wir heute brauchen, muss unsicher gemacht werden. Die innere Unsicherheit, die Problematik seines Kampfes um das Recht muss ihm an der Universität beigebracht werden. Das heißt, er muss weggebracht werden von den Mathematikaufgaben, die wir ihm stellen. A tut dieses, B tut jenes und was geschieht nun mit C? Ja, das gehört auch dazu, aber das darf es eben nicht allein sein. Und er sagte weiter, er muss hineingestellt werden in die ganzen Schwierigkeiten unserer Zeit. Und auf dieser Grundlage also, wenn man so will, auf unsicherem Boden, muss das juristische Berufsethos gebildet werden. Worum es für Sie auch in den kommenden Jahren geht, ist eben juristische Bildung. Denn Bildung fängt mit Unsicherheit und Zweifel an, mit der Wahrnehmung von Problemen, nicht mit Wissen und Selbstgewissheit. Sie werden sich hoffentlich auch häufig im Laufe Ihres Studiums an Ihren Deutschunterricht erinnern, an den Faust und sein berühmtes Wort, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Denn die produktive Bearbeitung äußerer Konflikte ist nicht möglich ohne inneren Konflikt. Wer nicht einen Augenblick bereit ist anzunehmen, dass man selbst auch im Unrecht sein könnte und der andere auch im Recht sein könnte, wird es kein neues oder gar rechtlich überlegenes Argument geben. Man wird es nicht finden, wenn einem dieser innere Zweifel fehlt, das zur streng rationalen Lösung des Konfliktes beiträgt. Bildung, auch Charakterbildung, den Sinn für Pluralität und Uneindeutigkeit zu schärfen. Und auf diesem Feld der Uneindeutigkeit die Urteilskraft zu üben, im immer neuen Bemühen um zeitweise Befriedung durch Recht. Das ist der Inhalt und das ist das Ziel Ihres Studiums. Die Urteilskraft, zumal die juristische, bewährt sich auf dem weiten Feld der legitimen Vielfalt, der Positionen, die aus bestimmten Blickwinkeln sehr oft alle ihr gutes Recht haben. Es geht deshalb auch ein bisschen darum, weil sonst hält man das nicht durch, dass sie Spaß haben an dieser gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit und dass sie auch Freude an dieser Vielfalt empfinden können. Denn diese Urteilskraft, die Sie üben werden, braucht Erfahrung, braucht Unterscheidungsvermögen und auch einen Moment von Kreativität,
Diejenigen, die Ihnen einreden wollen, Jurastudium sei nur auswendig lernen, haben nichts begriffen. Das gehört auch dazu, aber das ist notwendige Bedingung, keine hinreichende Bedingung, um ein guter Jurist zu werden. Denn das Besondere immer anderer menschlicher Gemengelagen in den konkreten Sachverhalten und das stets auslegungsbedürftige Allgemeine der Rechtssätze müssen immer neu zusammengebracht werden in einer sich ständig verändernden Welt. Bleiben Sie also offen im Geiste, bleiben Sie neugierig, denn was in der Gesellschaft für eine akzeptable Lösung von Konflikten gehalten wird, ist ständig im Wandel. Dass es einen absoluten Punkt eines Optimums für das Wahre, Schöne und Gute und ich möchte sagen das Rechte gibt, ist eine Illusion, auch wenn diese Illusion immer wieder auftaucht im Geistesleben. Der Nobelpreisträger Amartya Sen hat diese ökonomisch gesprochen Präferenzstabilität, also dass es sozusagen das eine Richtige gibt und dass es immer das Gute bleibe, für ein Symptom, und ich zitiere ihn, rationaler Dummköpfe gehalten. Und meine Aufforderung an Sie ist, seien Sie exzellente Juristen, seien Sie keine rationalen Dummköpfe, meine Damen und Herren. Ich glaube, aus all diesen Gründen der Konfliktstruktur des Rechts und des kreativen Umgangs mit Vielfalt sind angehende Juristinnen und Juristen besonders in der Lage und auch deshalb aufgerufen, einem bestimmten problematischen Trend unserer Zeit auch entgegenzusteuern. Und der hat zwei Elemente. Mir scheint, wir haben es gerade mit einer, und das ist irgendwie mit Händen zu greifen, auch in unserem Alltagsleben, mit einer sich immer weiter steigenden Unduldsamkeit anderen Positionen und Haltungen gegenüber zu tun. Jeder glaubt, uneingeschränkt Recht zu haben, und immer wütender wird das Unverständnis darüber, dass es nicht immer so läuft, wie man es selber für richtig hält, ob in Bezug auf Migration, Klima oder Corona. Überall ist es mit Händen zu greifen. Und die jeweilige Gegenseite wird mit immer größeren moralischen Keulen traktiert. Der Mangel an innerem Konflikt, von dem ich sprach, eskaliert den äußeren Konflikt. Oder man hakt die anderen gleich ganz ab. Der Anteil derer in diesem Land, die sich gerne mit Andersdenkenden austauschen, geht nach Umfragen seit Jahren zurück. Zuletzt ermittelte das Institut für Demoskopie Allensbach noch 37% der Menschen, die Freude daran haben, sich mit Andersdenkenden auszutauschen. Täuscht der Eindruck oder schwindet nicht die Einsicht, dass es überhaupt mehr legitime Meinungen geben kann als die eigene? Die Zumutung, die eine Ordnung der Freiheit für uns alle immer auch bereithält, sind wir offenbar immer weniger bereit hinzunehmen. Denn zur Ordnung der Freiheit gehört der Streit, gehört der Konflikt als Resultat des Meinungspluralismus. Was um sich greift, ist eine, und verzeihen Sie mir das Wort ungetüm, Ambiguitätsintoleranz. Und ich versichere Ihnen noch einmal, wir haben uns nicht abgesprochen, was unsere Manuskripte angeht. Es mangelt zunehmend an der Fähigkeit, Unsicherheiten und mehrdeutige Situationen zu ertragen. Auch das gehört zum Ethos der freien Gesellschaft dazu, es auch ertragen zu können, dass es andere Meinungen gibt. Und stattdessen zieht man sich gerne in safe places oder die eigene Bubble zurück. Das Zweite, was mir auffällt, ist, wir beobachten dadurch auch ein Stück weit eine Art Zersplitterung unserer Gesellschaft in immer mehr Gruppen, auch von Benachteiligung oder Herkunft. Und ich weiß, dass ich mich jetzt hier auf ein schwieriges Gebiet begebe, aber es muss besprochen werden, erst recht in einem akademischen Vortrag. Und eine damit einhergehende wachsende Empfindlichkeit gegenüber Worten und Taten, in denen man gerne Spuren unzulässiger kultureller Übernahmen von Nichtanerkennung oder Schlimmerem wahrnimmt, ganz ohne die Absicht, jemandem Schaden zufügen zu wollen. Ob es um die Übersetzung von Gedichten, die Aneignung bestimmter Frisuren sogar schon oder die Verwendung bestimmter Worte geht, selbst wenn sie wohlgemerkt ausgesprochen sind, ohne jemandem was Böses tun zu wollen. Hinzu kommt die nämliche Empfindlichkeit und Unduldsamkeit auch gegenüber kulturellen Produkten früherer Zeiten, deren Verständlichkeit aus ihrer Zeit heraus immer weniger beachtet
und immer weniger ins Gesamtumfeld eingeordnet wird. Weigerung, sich mit bestimmten Werken, etwa des literarischen Kanons, zu befassen, weil man sich dabei unwohl fühle, sind längst nichts Ungewöhnliches mehr. Beide gesellschaftlichen Kommunikationsprobleme blühen nun, und diese Beobachtung ist nicht neu, gerade auch an Universitäten, wenn auch bis vor kurzem überwiegend an amerikanischen und britischen, aber nach dem Zeugnis nicht weniger Hochschullehrer auch zunehmend hierzulande. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie, die neuen Studentinnen und Studenten, in sich und miteinander Gegenkräfte entwickeln gegen diese Gefährdung liberaler Demokratie, Gegenkräfte der Liberalität. Andere Standpunkte verstehen, andere Standpunkte aushalten, respektieren wollen, bis an die Grenze wiederum des Illiberalen natürlich nur, der Vergangenheit zuzugestehen, anders gewesen zu sein als wir heute, weniger mit Empfindlichkeit kommunizieren und mehr mit Analyse und Argument. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat das vor einiger Zeit, ich zitiere, robuste Liberalität, oder wer sich am Wort der Liberalität stößt, das ist nicht parteipolitisch gemeint, keine Sorge, er hat es auch robuste Zivilität genannt und zu solcher aufgerufen, und diesem Aufruf kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen. Erkennen Sie, und das wäre mein Appell, dass Empfindlichkeit eben auch ihre Schattenseiten besitzt. Natürlich ist sie ein Motor von Zivilität und Humanität, deshalb brauchen wir sie. Aber sie kann auch schaden, sie kann Austausch, Entwicklung, lehrreichen Perspektivwechsel hemmen, sie kann abschotten von allem, was uns irritieren und damit auch weiterbringen könnte. Empfindsamkeit ist gut, aber sie darf nicht in Scheuklappendenken münden. Heute ist überall auch viel von Resilienz die Rede. Es wäre wichtig, dass wir emotional resilienter werden, dass wir nicht bei jeder Verstimmung und jedem Unwohlsein glauben, dass da jetzt jemand kommen müsse und für Abhilfe sorgen müsse. Und ich glaube, das ist richtig. Das bedeutet andersherum aber auch, wenn man eine Meinung äußert, und dazu werden Sie aufgerufen werden, wenn man eine Meinung äußert, die dann stark kritisiert wird, muss man das auch abkönnen. Die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, wenn viele anderer Meinung sind, sondern die andere Meinung ist gerade eben Ausdruck der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist auch nicht in Gefahr, wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, sondern dass es Mindermeinungen und Mehrheitsmeinungen, man wird Ihnen das unter dem Namen der herrschenden Meinung präsentieren, ist das Normalste von der Welt, gerade unter Juristen. Und die Meinungsfreiheit ist auch nicht in Gefahr, selbst wenn man der Einzige oder die Einzige ist mit einer bestimmten Meinung. Auch das ist Ausdruck unserer Freiheit. Der Preis der Freiheit ist immer auch Disharmonie. Konflikte sind die Kehrseite der Vielfalt. Und für den souveränen Umgang mit Pluralität als Folge von Freiheit ist etwas nötig, das man auch Demut, Selbstrelativierung nennen könnte. Sich selbst vom Hochsitz des Besserwissers nehmen, unterstellen, dass der andere rundheraus nicht böswillig oder destruktiv ist, sondern vielleicht auch einen Punkt hat, der Beachtung verdient. Üben Sie das, was man in den Geisteswissenschaften das hermeneutische Wohlwollen genannt hat. Also die Maxime, lese und höre den anderen steht so, dass du das bestmöglich Gemeinte daraus herausholst. Wer könnte solche Offenheit und Liberalität, für die ich hier plädiere, eher und besser in sich und miteinander ausbilden als Sie? Als privilegierte Studentinnen und Studenten der Rechte an dieser außergewöhnlichen Hochschule. Das ist etwas, das Sie der Gesellschaft zurückgeben können, dass Sie in Ihrem Tun und in Ihrem Reden dazu beitragen, dass wir bei aller Diversität und bei aller Verschiedenheit als Gesellschaft nicht auseinanderfallen, dass wir nicht den gemeinsamen Boden verlieren, auf dem wir politisch zusammenleben, dass wir nicht in voneinander sich abschottende Gruppen zerfallen, sondern einander zugewandt bleiben,
wenn nötig auch im streitenden Gespräch, aber im Gespräch. Hören Sie anderen Positionen zu, haben Sie keine Angst vor Meinungen, die Sie nicht teilen, und machen Sie diesen Trend nicht mit, alles Mögliche für toxisch zu halten. Man kontaminiert sich nicht, wenn man eine andere Meinung erstmal zur Kenntnis nimmt. Natürlich bleiben Sie sensibel für die tatsächliche Gleichheit der Rechte und der Freiheit, die unser Grundgesetz allen verspricht, allen verspricht. Aber seien Sie auch sensibel für die Gefährdung unseres kommunikativen Miteinanders in der liberalen Demokratie, die ich versucht habe zu schildern. Werfen Sie sich in die Vielfalt der Wirklichkeit, in die Gemengelage des Menschlichen. Sie haben die Chance, hier im Getümmel der Meinung und Haltung den respektvollen Kampf um die Sache zu lernen, den begrenzten Streit auf gemeinsamem Boden. Denn nur der bringt uns weiter. Er ist der Motor des Fortschritts. Und herzlichen Dank und ein wunderbares Studium Ihnen hier an der Bucerius Law School, Bucerius Law School in Hamburg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Buschmann, für Ihre Rede und dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, aus Berlin für die jüngsten Juristinnen und Juristen nach Hamburg zu kommen. Sie erhalten uns von uns zum Dank die traditionelle Krawatte der Bucerius Law School, die Sie unbedingt bei nächster Gelegenheit auf der Regierungsbank oder einem Auftritt in den Tagesthemen oder vielleicht das nächste Mal bei Kurt Krömer anziehen. Ja. Dass man aber auch nicht nur Jurist, ja nicht einmal nur Bundesminister sein kann, sondern daneben auch noch als DJ tätig sein kann, haben wir schon gehört. Auch unsere Studierenden bereichern unseren Campus neben dem juristischen Alltag mit ihren Fähigkeiten außerhalb des Hörsaals. Ich freue mich deshalb besonders, Ihnen heute unsere Bucerius Big Band vorstellen zu dürfen. Freuen Sie sich nun auf das Lied Spinning Wheel, gespielt von unserer hochschuleigenen Jazzband unter Leitung von Edgar Herzog. Bitte, die Bühne ist frei. Lieber Jahrgang 2022, liebe Promovierte, sehr geehrte Damen und Herren, auch von uns ein herzliches Hallo und vor allen Dingen natürlich ein Willkommen an den Jahrgang 2022. Man könnte nun denken, dass wir mit unserer Stückwahl Spinning Wheel und unserer Bandwahl vor allen Dingen Blood, Sweat and Tears eine Anspielung machen wollen auf das, was euch, lieber Jahrgang 22, nun in den kommenden Jahren bevorstehen wird. Das ist natürlich nicht so. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Musik. Viel Spaß. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your trouble is a crying sin. Paint a pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no hope. Spinning wheel all alone, talking about your troubles and you never learn. Ride a paint a pony, let the spinning wheel turn.
On the spinning wheel, right? On the spinning wheel, fly. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Juristinnen und Juristen können wunderbar Musik machen und unsere Bucerius Big Band ist bekannt für hohe Qualität und erfreut uns immer bei wunderschönen Anlässen, wie auch bei dieser akademischen Feier. Lieber Jahrgang 2022, ich gucke hier rüber und das haben meine Vorredner auch die ganze Zeit gemacht, weil dort sitzt der neue Jahrgang, aber ich werde auch ab und zu hier in diese Runde gucken. In wenigen Minuten werden Sie sich immatrikulieren. Bei uns an der Bucerius Law School ist das ein ganz besonderer Moment und jeder wird sich später an heute diesen schönen Tag in der Handelskammer mit beinahe 600 Gästen erinnern. Die Immatrikulation wird ziemlich schnell über die Bühne gehen. Sie werden alle namentlich genannt. Sie tragen sich mit ihrer Unterschrift in unser Immatrikulationsbuch ein. Sie lächeln in die Kamera, bitte nicht vergessen. Und dann ist die letzte Hürde, Studentin oder Student an der Bucerius Law School zu werden, genommen. Bevor es jedoch soweit ist, möchte ich erst unsere internationale Studierendenschaft begrüßen und danach möchte ich Ihnen einige Gedanken und Wünsche auf den Weg geben. Dear international students, at this academic ceremony, it's my great pleasure to cordially welcome you in our midst. To this academic year, we are welcoming 79 students from 25 countries in our exchange program
and 39 students in our interdisciplinary Master Law and Business. Dear students from all over the world, you make the difference. You are enlarging our ever-increasing community. You make our campus more colorful and diverse. You provide us with valuable insights from your respective legal background and culture. In turn, we offer you high-profile courses from a comparative perspective. Most importantly, you develop a worldwide network with your fellow students, which will be of tremendous use when returning to your home countries. We very much hope that after your study at Butzeres Law School, you will say that this was one of the best periods in your life. Feel welcomed on our campus. Make use of all the opportunities that this law school, this city, and this country are providing. Make the most of it. And remember, life is not a having and a getting, it's being and becoming. Lieber 23. Jahrgang, hinter Ihnen liegt die zum Ende durch Corona erschwerte Schulzeit, das glänzende Abitur und unser strenges Auswahlverfahren. Sie haben dafür unter Zeitdruck eine schriftliche Prüfung absolviert, Sie haben einen Vortrag gehalten und eine Diskussion geführt, an anderen teilgenommen. Sie haben verschiedene Aufgaben alleine und gemeinsam mit anderen Ihnen ganz fremden Personen bewältigt. Es ist ein schwieriger Wettbewerb. Eine Abiturnote von 1,0, ja, das kommt vielfach vor, ist allerdings keine Freikarte. Wir verlangen mehr zivilgesellschaftliches Engagement, soziales und politisches Interesse, die Bereitschaft, Verantwortung für andere zu übernehmen. Mich freut ganz besonders, dass wir auch in diesem Jahr eine paritätisch verteilte Studierendenschaft aufgenommen haben. Das war früher teilweise anders. Es gab mehr Studenten als Studentinnen. Leider ist der neue Jahrgang heute nicht ganz vollständig. Es fehlen Jonathan Braun, Jan Elbers, Lennart Federwisch und Sören Krüger. Sie sind krank und sie verfolgen unsere Feier hier über den Livestream. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche gute Besserung. Liebe Studierende, an Ihrem ersten Tag auf dem Campus sprach ich mit Ihnen über das Selbstverständnis der Butzeres Law School. Ich gab Ihnen kurze Antworten auf die Fragen, wer sind wir, wofür stehen wir, was sind unsere Ziele und welche Werte verbinden uns. Ich sprach vom Gemeinschaftssinn, bei dem wir Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Unterstützung und einen vertrauensvollen Umgang erwarten. Wir sind offen und ehrlich, setzen uns für andere ein und lassen niemanden mit Problemen alleine. Wir teilen unser Wissen miteinander und mit anderen. Auch der Mut gehört zu unseren Kernwerten und daran werden wir täglich durch den roten Schriftzug auf dem Campus, das gleichzeitig auch ein Kunstwerk darstellt, erinnert. Mutig ist, wer bereit ist, neue Wege zu gehen, wer eine positive Einstellung hat und in Möglichkeiten denkt, wer Diversität begrüßt und unterschiedliche Stärken zu schätzen weiß, wer ermutigt und befähigt und mit gutem Beispiel vorangeht. Beim dritten Kennwert, Exzellenz, denken wir an unseren Namensgeber Gerd Bucerius. Er stellte hohe Ansprüche an sich selbst und an andere. Wenn wir dies auch tun, dann wollen wir das Beste aus uns herausholen. Wir sind lehrgierig und leistungsbereit, begeistert von unserem Fach und wir bestrahlen diese Begeisterung auch aus. Zur Exzellenz gehört, dass wir wissen, was wir können, ebenso, was wir nicht können. In diesem Reigen ist daher Verbissenheit und Streberhaftigkeit fehl am Platz. Unsere Kernwerte verkörpern den Butzeres Law School Spirit und davon haben Sie jetzt schon oft gehört. Wir rechnen damit,
dass Sie ihn im täglichen Umgang mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, im Umgang mit den Lehrenden und im Umgang mit der Verwaltung, dass Sie diesem Spirit Inhalt geben, und es ist unsere Aufgabe, dies zu fördern. Hinter Ihnen liegt, lieber neuer Jahrgang, das Propedeutikum mit methodischen Veranstaltungen, dem Out-of-the-Box-Day, dem Mini-Moot, der ersten simulierten Gerichtsverhandlung und vielem mehr. Eine große Informationswelle hat Sie geradezu überwältigt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Sie in jedem Falle im Propedeutikum auf das weitere Studium gut vorbereitet haben. Wir wissen, mit welchen Erwartungen und Ambitionen Sie bei uns ankommen. Wir wissen, wie wir Sie in Rekordzeit auf das Grundstudium einstimmen können. Wie anders war es damals vor 23 Jahren, als der erste Jahrgang 2000 angefangen hat. Es war eine sehr mutige Entscheidung, eine private Hochschule für Rechtswissenschaft zu starten und die Juristenausbildung ganz neu auszurichten. Alle, die Gründer, Lehrende und Lernende und die Verwaltung waren angetreten, dieses einzigartige Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Und es ist tatsächlich gelungen. Und daran haben alle mitgewirkt. Heute sind wir die private, staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule für Rechtswissenschaft, die ihresgleichen in Deutschland nicht kennt. Und diese Stellung verdanken wir sowohl dem visionären Gründergeist als auch der stetigen und teilweise schnellen Weiterentwicklung. Wir sind eine unternehmerische Hochschule, agil, flexibel und unbürokratisch, aber auch fordernd und anspruchsvoll. Es wird Sie nicht wundern, dass ich auch von Ihnen, liebe neue Studierende, Einsatz, Mitwirkung und Engagement erwarte, denn diese Hochschule lebt vom Diskurs auf Augenhöhe, vom Miteinander, von neuen Ideen und mutigen Entscheidungen. Am Anfang dieser Woche hat für Sie das Grundstudium angefangen. Es wird Sie fordern. Es wird Höhen und Tiefen geben. Bei den Höhen freuen wir uns mit Ihnen, bei den Tiefen leisten wir Hilfestellung und Unterstützung. Es ist nicht nur das juristische Handwerk, das Sie bei uns erlernen. Wir bieten mehr. Juristinnen und Juristen im 21. Jahrhundert verfügen nicht nur über fundierte juristische Fachkenntnisse, sondern auch über gute Fremdsprachenkenntnisse, über interkulturelle Kompetenzen, über Einsichten in die Philosophie, die Wirtschaftswissenschaften oder heute sehr wichtig in die Technologie. Unsere Stärke ist Jura in Kombination mit anderen Wissenschaftsgebieten. Und in unserem Jura Plus Programm wird der Kombination von Jura mit diesen anderen Wissenschaftsgebieten Rechnung getragen. Und dort können Sie auch zusätzliche Zertifikate erwerben. Nach Ihrem Grundstudium im 7. Trimester ist es dann wieder Herbst. Es geht ins Ausland, an eine unserer 100 Partneruniversitäten. Natürlich sind auch dort Leistungsnachweise zu erbringen, aber Sie können einmal durchatmen. Das Studium an einer ausländischen Universität gibt Ihnen Gelegenheit zum Vergleich und zur Reflexion. Ganz erfrischt, mit neuem Schwung und Energie kommen Sie am Ende des Jahres aus dem schönen Buenos Aires, dem turbulenten New York oder dem aufregenden Hongkong zurück und dann wird es richtig ernst. Das Schwerpunktstudium ist zu absolvieren, der Bachelor of Laws wird Ihnen verliehen und dann steigen Sie in die Examensvorbereitung ein. Die 4 bis 5 Jahre an der Bucerius Law School werden wie im Fluge vergehen. So sieht der Zeitplan aus für Ihre nahe Zukunft. Gibt es sonst noch was Wichtiges? Ja, Jura oder wie wir auch sagen, die Rechtswissenschaft, das ist wichtig. Sie muss Ihnen Spaß machen, sie muss Sie herausfordern, sie muss Sie zum Denken anregen, sie muss das Beste aus Ihnen herausholen. Wir garantieren eine hervorragende juristische Ausbildung. Viele Alumni haben dies im Nachhinein bestätigt. Wichtig für Sie ist auch zu wissen, dass wir gegenüber neuen Einblicken, neuen Ideen und Gedanken offen sind. Sie werden sie uns vermitteln
und darauf freuen wir uns. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine spannende und erfolgreiche Studienzeit. Machen Sie von den vielen Angeboten und Anregungen Gebrauch. Zeigen und entfalten Sie Ihre Persönlichkeit. Wir bieten Ihnen dazu jede Gelegenheit. Seien Sie herzlich willkommen an Ihrer Bucerius Law School. Ich freue mich nun auf die feierliche Immatrikulation des Jahrgangs 2022 und bitte jetzt gleich die ersten beiden Studierenden zur Unterschrift auf die Bühne. Die Namen werde ich im Anschluss dann verlesen. Wenn Sie auf dem Podium stehen, seien Sie also mutig und schreiten zur Tat. Und, Sie haben es schon von der Präsidentin gehört, vergessen Sie nicht, für die Fotografen zu lächeln. Das ist auf Ihrem LinkedIn-Profil hinterher noch viel besser zu sehen. Ja, liebe Aisha Al-Watta und Sebastian Albrecht, Sie legen los. Jetzt folgt Laura Anhäuser und Maiwand Ayubi. Es folgt Benedikt Barfuß und Luis Bassanese. Emily Beckmann und Anna Behrens. Paul Biermeier und Finn Birk. Herr Bethke. Ja, sie habe ich vergessen. Und dann kommt Nina Birkholz noch dazu. Tut mir leid. Johannes Bläker und Hanna Blaschke. Nick Böttcher und Annika Bracht. Julius Christ und Finn Clemens.
Anna Dederichs und Mara Diehl. Simon Dieterich und Justus Dietrich. Katharina Dodel und Max Fäth. Anna Fischer und Lisa Fischer. Lasse Fischlein und Hanna Geberzahn. Lara Gluchowski und Celia Göpel. Karl Gremmel und Luca Großklaus. Tabea Grossmann und Leandra Grotian. Katharina Heid und Luke Hartmann. Maximilian Heuermann und Jannis Hölscher. Viktor Hommels und Cosima Janssen. Linus Katzenbach und Johanna Kletsch. Elisabeth Köderitsch, Maximilian Kohl. Lukas Kraft und Jan Krüger.
Tobias Kurz und Katharina Lammers. Jeanette Legler und Richard Lenz. David Linke und Laura Lühr. Felix Mack und Lisa Mädler. Ja, irgendwann ist gut. Jonathan Mang, Elias Mewe. Pauline Mühleck und Philipp Neumann. Finn Odermatt und Jannik Ölschlägel. Oskar Otte und Niki Papastergiou. Maximilian Park und Estella Paul. Lennart Paul und Nils Peters. Julian Petrat und Anna Philipsen. Tara Piaschinski und Julia Pohlmann. Philippa Preugschat und Felix Renner.
Thomas Rode und Simon Rösler. Lukas Rotenfußer und Lara Sauer. Laura Schiffner und Carlotta Schmeding. Dominik Schmidt-Ott und Marina Schmitz. Eva Schneider und Mia Schubert. Livia Seelen und Vivian Sellere. Celine Siegler und Jonas Sievers. Linnea Soltau und Bela Sotthoff. Clara Spörr und Thomas Stetschowitsch. Carla Stegmeier und Alexander Stöpel. Marie Sudmann und Ann-Kathrin Tabbert. Jan Terpe und Leni Teuteberg. Marie Timmer und Adanel Ulan.
Marlene Vogt und Konstanze von Bräunig. Franziska von Paczenski und Tenchin und Eike Weimann. Anna Weisenburger und Henrike Willenbruck. Milan Winter und Lilly Wölke. Leon Chu und Julian Zeiser. Rasul Sachamatov und Götz Zeller. Amelie Zimmer und als letzter Johannes Zimmermann. Vielen Dank. Unsere Hochschule wurde vor mehr als 20 Jahren mit dem Anspruch gegründet, eine Hochschule mit Vorbildcharakter zu sein, an der engagierte Lehre die gleiche Wertschätzung erfährt wie die Forschung. Im Hochschulalltag spielen unsere Studierenden deswegen eine Hauptrolle. Deshalb sitzen wir auch jede Woche dienstags als Hochschulleitung mit der versammelten Studierendenvertretung zusammen. Ich freue mich jetzt auf den Generalsekretär der Studierendenvertretung in Vertretung. Es gibt quasi, denn der eigentliche Generalsekretär ist im Moment im Ausland. Es gibt quasi keine Hochschulgruppe bei uns, die in den letzten Jahren ohne seine Hilfe ausgekommen ist. Ob Partyministerium, Hansewiesen, Champions Trophy, Studierendenvertretung, Max Götze ist überall dabei. Und auch der Jahrgang 2022 hat ihn schon bei der Organisation des ersten Flunkyball-Turniers kennengelernt. Lieber Max, wir sind gespannt auf deine Worte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Hochschulfamilie, liebe Hochschulfamilie, Freunde und Förderer, dear international students, liebe Gäste und natürlich ganz besonders lieber Jahrgang 2022. Nun ist es tatsächlich soweit. Heute ist der Tag eurer Immatrikulation. Ab heute seid ihr auch ganz formell Teil unserer Hochschulfamilie. Ich freue mich daher ganz besonders, euch auf der heutigen Feier, euer Feier,
im Namen der Studierendenschaft begrüßen zu dürfen. Ich selbst saß vor 4 Jahren ungefähr genau da, wo ihr jetzt gerade sitzt, in der 2. Reihe. Und ich kann mich noch sehr gut an die Gefühlslage erinnern, die Mischung aus Stolz und Aufregung, aber genauso auch die Sorge davor, beim Einschreiben ja alles richtig zu machen und vor allem auch in die richtige Kamera zu gucken danach. Aber ich kann schon mal sagen, von dort sah es so aus, ihr habt das alle perfekt gemacht. Hinter euch liegen jetzt bereits die ersten 3 Wochen eures Studiums. Im Propädeutikum und in der ersten Vorlesungswoche konntet ihr die ersten Erfahrungen mit dem deutschen Recht sammeln und konntet über Begriffe wie den Tropfen sozialen Öls im BGB wundern. Gleichzeitig hattet ihr auf zahlreichen Events wie zum Beispiel der Stadtrallye, Malente oder auf euren ersten eigenen Campuspartys, auf denen ihr mittlerweile auch ganz vorbildlich aufräumt, die Möglichkeit, euch untereinander kennenzulernen, auf dem Campus einzuleben und ein Verständnis vom Law School Spirit zu erhalten. Vor euch liegt nun aber das Jurastudium an der Bucerius Law School. Ein Studium, das euch nicht nur hervorragend auf das Staatsexamen vorbereiten wird, sondern euch auch viele weitere Möglichkeiten geben wird. Ihr werdet neue Freunde kennenlernen, vielleicht auch eure Lebenspartner. Und ihr werdet selber wachsen. Eines kann ich euch jetzt schon versprechen. Ihr könnt euch wirklich auf die Zeit freuen. Mit Blick auf diese Jahre, die ihr einerseits auf Veranstaltungen wie der Hansewiesen oder der Champions Trophy, aber natürlich auch vor allem in der Bibliothek, in den Hörsälen, in Klein- und Minigruppenräumen oder eurem eigenen Schreibtisch verbringen werdet, möchte ich euch mittlerweile als Alumni, und ich habe das gestern Abend mal so zahlenmäßig kurz überflogen, dem Ururgroßvater von circa einem Viertel eures Jahrgangs, 2 Ratschläge an die Hand geben. Habt Mut und habt Vertrauen. Seid mutig einerseits bezüglich der Möglichkeiten, die ihr ergreifen könnt. Das Studium an der Law School gewährt euch nicht nur die optimalen Lernbedingungen und eine enge Betreuung, sondern auch viele weitere Möglichkeiten in zusätzlichen Kursen oder Wahlveranstaltungen. Sei es eine Wahlveranstaltung zum Recht des geistigen Eigentums, eine Abendveranstaltung zu NS- oder DDR-Unrecht oder die Möglichkeit für die Law School an internationalen Mooting-Wettbewerben teilzunehmen. Auch wenn ihr häufig das Gefühl haben werdet, mit den Pflichtveranstaltungen schon ausgelastet zu sein, sind es gerade diese zusätzlichen Angebote, die euch die Möglichkeit geben, über den Tellerrand hinauszublicken und vielleicht einen ersten Vorgeschmack auf Rechtsbereiche oder Tätigkeiten zu bekommen, die in vielen Jahren vielleicht euer Berufsleben prägen werden. Mein Rat ist daher, schaut euch alles an und folgt euren Interessen. Gerne auch als Hörer in einer Veranstaltung, ohne den Drang, noch irgendwelche Credits für den Bachelor zu sammeln. Probiert neue Sachen aus, auch wenn die Vorstellung, vor völlig fremden Personen gegen ein Team aus Hongkong eine simulierte Gerichtsverhandlung durchzuziehen und das Ganze noch auf Englisch, für viele ganz schön erschreckend sein kann. Nur wenn ihr euch traut, in solchen Situationen einmal ins kalte Wasser zu springen, werdet ihr Seiten von euch entdecken, von denen ihr vielleicht noch nichts wusstet. Gleichzeitig möchte ich euch ermuntern, euch einerseits auf dem Campus in das Hochschulleben einzubringen, andererseits auch über die Jungiusstraße hinauszublicken und ganz im Sinne unseres Stifters Gerd Bucerius gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Eine tolle Möglichkeit hierfür bieten die Hochschulgruppen, seien es die politischen Hochschulgruppen oder das Partyministerium, mit denen ihr das Campusleben mitprägen könnt, oder auch studentische Initiativen, die versuchen, Menschen zu helfen und tatsächlich eine Veränderung hervorzurufen. An dieser Stelle sei nur die spontan gegründete Ukraine-HSG genannt, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs den ukrainischen Hilfsstab in Hamburg tatkräftig unterstützt und maßgeblich an der Organisation der ersten Großdemonstration mitgewirkt hat. Habt Vertrauen andererseits in eure eigene Individualität und eure Fähigkeiten. Auch wenn ihr aus eurer Schulzeit gute Ergebnisse und vielleicht auch Bestnoten gewohnt seid, erfordert das Jurastudium eine ganz neue Art zu denken. Da kommt ihr mit dem Auswendiglernen, das hatte der Bundesminister auch schon gesagt, nicht unbedingt weiter. Diese Denk- und Arbeitsweise zu erlernen, kann vor allem am Anfang schwierig und frustrierend sein. Dazu kommt dann, dass die juristische Notenskala von 18 Punkten beinahe niemals ausgeschöpft wird. Daher an der Stelle auch ein kleiner Hinweis an die Eltern: Waren in der Schulzeit 9 Punkte, bei manchen sogar ein Grund zur Sorge, sind 9 Punkte im Jurastudium eine großartige Leistung und gehören häufig auch zu den besten 20% im Jahrgang. Auch wenn es manchmal so überhaupt nicht zu klappen scheint und ihr auch durch eine Klausur mal durchfallt, so gehört das zum Jurastudium dazu und es ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
Gerade zu Beginn der Studienzeit kann durch den stetig steigenden Skriptberg ganz schnell das Gefühl aufkommen, dass die anderen schneller sind und ihr zurückhängt. Ein häufig zitierter Alumni-Spruch hierzu, den ich euch nicht verheimlichen möchte, sagt: An unserer Law School kochen die anderen auch nur mit Wasser. Das Wasser der anderen scheint aber viel schneller warm zu werden. Nach 4 Jahren des Studiums kann ich euch sagen, diese Gefühle tauchen bei jedem von euch, von uns auf und sind ganz normal. Auch wenn es manchmal nicht so scheint, wird es den anderen auch so gehen. Viel wichtiger als eine nicht bestandene Klausur oder ein schlechtes Ergebnis sind nämlich die Erkenntnisse, die ihr daraus sammelt. Das Jurastudium, ein Professor sagt es häufig, gleicht am Marathon und keinem Sprint. Und an der Law School stehen euch in Klausurkliniken und bei den Coaches viele Möglichkeiten, die euch bei der Vorbereitung auf diesen Marathon helfen. Zuletzt könnt ihr natürlich jederzeit auf unsere Gemeinschaft und die Unterstützung von uns, den älteren Jahrgängen, vertrauen. An der Law School stellen wir uns dem Jurastudium als Team, quasi als Familie. Ihr könnt uns daher jederzeit ansprechen und wir werden uns die Zeit nehmen, alle eure Fragen zu beantworten. Wir freuen uns nämlich genauso, euch in den nächsten Wochen und Monaten kennenzulernen und sind sehr gespannt, wie ihr das Campusleben mitprägen werdet. Im Namen eurer älteren Kommilitonen daher, willkommen an der Butze. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank, lieber Maximilian. Du brauchst jetzt auch, oder du hast jetzt auch eine Krawatte, falls du mal in die Tagesthemen kommst. Nun folgt eine weitere musikalische Einlage unserer Big Band. Mit dem Lied Hamburger Fairmaster verbinden unsere Studierenden und Alumni die Themen Hamburg und Internationalität auch musikalisch miteinander. Bühne frei. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe neue Studierende. Die Bucerius Big Band, Sie sehen einen Teil davon hier. 2 Jahrgänge sind gerade im Ausland unterwegs. Also wenn Sie ein bandtaugliches Instrument spielen und montags abends vielleicht keine Vorlesung haben, wenden Sie sich doch mal an einen dieser freundlichen, netten Menschen oder an mich oder an das Studium Generale. Und dann überlegen wir mal, wie wir vielleicht zueinander kommen können. Wir haben uns Folgendes ausgedacht. Sie studieren jetzt ja in Hamburg und der Hamburger Fairmaster ist ein ganz bekannter alter Shanty. Den haben wir jetzt mal ein bisschen auf jatzig gedreht. Wir werden Lukas am Schlagzeug hören und Ingmar Krohn am Altsaxophon. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Und Sie wissen, nee, sagen wir mal so, wir führen ja schon seit einigen Jahren wissenschaftliche Untersuchungen zu folgendem Thema durch, Juristen, die Blues spielen. Und es zeigt sich, dass Juristen, die Blues spielen können, tatsächlich noch weltgewandter werden als, ja, Sie haben uns verstanden. Und für diejenigen, die kein Instrument spielen, da gibt es tatsächlich an der Garderobe, ein bisschen Werbung muss sein, die Band hat eine CD aufgenommen, fantastisch. Denken Sie dran, bald ist Weihnachten, an der Garderobe finden Sie noch einige CDs. Viel Spaß mit dem Hamburger Fairmaster. Thank you.
Wenn die Zeit nicht so weit vorangeschritten wäre, würde ich sagen Zugabe. Aber auf dem Programm steht jetzt die Ehrung der Promovierten des Jahres 2021 und 2022 und ich darf meinen lieben Kollegen Professor Christian Bumke bitten an das Rednerpult. Er ist Leiter des Zentrums für wissenschaftliche Qualifikation. Ja, liebe Festgesellschaft, liebe Studierende des neuen Jahrgangs, es ist toll, dass ich dabei sein kann, dass wir gemeinsam heute den Beginn Ihres Studiums an dieser wunderbaren Hochschule feiern. Ein paar wenige von Ihnen habe ich kennengelernt, das war nicht so eine super Situation für Sie, aber irgendwie sind wir jetzt dann doch wieder zusammengekommen, das freut mich sehr. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, in den nächsten Jahren Sie näher kennenzulernen und das ein oder andere Gespräch über die ein oder andere Grundfrage des rechtswissenschaftlichen Denkens und Arbeitens mit Ihnen das Gespräch zu führen. Das würde ich dann vielleicht machen. Oder Sie auch, schauen wir. Jetzt geht es aber nicht um Sie, sondern um die Promovierten des letzten Jahres. Und auch wenn die Zeit knapp ist, finde ich es trotzdem immer wieder sehr schön, dass wir uns die Zeit nehmen, eben gerade auch die zu ehren, diesen schönen Rahmen zu nutzen, um unsere Anerkennung zum Ausdruck zu bringen, was Sie vollbracht haben in den letzten Jahren, indem Sie Ihre Dissertation verfasst haben. Und bevor ich Sie nun alle auf die Bühne bitte, möchte ich nur ganz kurz für jene, die nicht so vertraut sind mit den akademischen Titeln, erläutern, was eine Promotion ist. Eine Promotion ist ein akademischer Grad oder Titel und man bekommt am Ende ein Stück Papier, das nennt man Urkunde, und das wird unterschrieben und Frau Bulle-Wölke unterschreibt das immer sehr schön in so einer hellen blauen Tinte. Und ich so mit so einer dunklen Tinte, ziemlich krakelig, weil ich nicht so gut meine Unterschrift schreiben kann. Aber dieses Dokument erhalten Sie am Ende. Wofür erhalten Sie dieses Stück Papier und können danach sich Doktor der Rechte nennen? Sie müssen zwei Leistungen erbringen. Sie müssen eine Dissertation schreiben und die muss angenommen werden. Und dann müssen Sie noch einen Vortrag mit einer Diskussion bestehen. Wenn Sie das gemacht haben, dann sind Sie promoviert. Also die Dissertation steht im Mittelpunkt. Und was ist die Dissertation? Das ist eine rechtswissenschaftliche Abhandlung, die auf eigenständiger Forschung beruht. Also Sie dürfen sie nicht abschreiben. Und Sie müssen dann noch darin zum Ausdruck kommen, die Fähigkeit zu vertiefter rechtswissenschaftlicher Arbeit. Und jetzt würde ich Ihnen natürlich unheimlich gerne erzählen, was ich glaube, was vertiefte rechtswissenschaftliche Arbeit ist. Aber das erlaubt der Zeitrahmen nicht und vielleicht ist es dann doch auch ein bisschen langweilig. Aber es gibt gleich noch einen zweiten Teil, wo wir einen Promotionspreis, den diesjährigen Promotionspreis unserer Hochschule verleihen. Und Gegenstand dieses Preises ist nun gerade eine Arbeit, die diese vertiefte wissenschaftliche Arbeit oder Tätigkeit besonders zum Ausdruck bringt und dann kann ich Ihnen also da dann präsentieren, was sich dahinter verbirgt. So würde ich dann zur Preisverleihung selber, nicht zur Preisverleihung, sondern zur Ehrung jetzt erstmal kommen und dazu müssen wir erstmal die Personen auf die Bühne bitten, die die Preise übergeben, die Ehrung und dann jene auf die Bühne bitten, die geehrt werden sollen, die Promovierenden, die im letzten Jahr promoviert wurden und das sind nicht alle, aber doch ein Gutteil. Und es freut mich, dass Sie die Zeit sich genommen haben, herzukommen. Jetzt bin ich etwas überfragt, ob die alle hierher stürmen oder ich die einzeln nenne. Die stürmen alle hierher, das ist schon mal beruhigend. Und dann gucken wir uns das an. Dann ganz viele sind jetzt da, das ist als solches schon mal toll. Und da sind auch Herr Carsten Schmidt und Frau Bulle-Wölke. Und ich glaube, wir machen das jetzt so, dass ich dann sage, wer als erstes, das ist genau, da können Sie es auch nachlesen, ob ich es richtig sage, Herr Bahrami,
das Selbstverteidigungsrecht von Staaten gegen nichtstaatliche Akteure, eine Systematisierung und Auswertung der Staatenpraxis zu Unwilling oder Unable Doktrin. Herzlichen Glückwunsch. Herr Bittner, manipulative Maschinen, strafrechtliche Regulierung des Einsatzes von Social Bots zur Manipulation der öffentlichen Meinungsbildung im Internet. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere. Sie müssen noch ein Foto miteinander machen. Fotos sind sehr wichtig. So. Nachholen. Das eine Foto müssen wir nachholen. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Nimmst du die Okay, dann, ja, Herr Bong. Gesellschaftsrechtliche Wirkung einer Familienverfassung zur rechtlichen Relevanz einer tatsächlichen Willenseinigung mit Rechtsgeschäftsbezug bei Familiengesellschaften. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, wir müssen jetzt aber das Foto noch nachholen, sonst bringen wir den Zeitplan völlig durcheinander. So, Herr Humm, Testierfreiheit und Wertordnung, eine rechtsvergleichende Untersuchung anstößiger letztwilliger Verfügungen in Deutschland, England, Südafrika. Herzlichen Glückwunsch. Herr Joost, die übertragene Sanierung in der Eigenverantwortung, eine rechtsvergleichende Untersuchung. Herzlichen Glückwunsch. Okay, habe ich es falsch gesprochen, ja. Herr Korschke, die Verbraucherstiftung, eine Ausnahme vom Gebot der Erhaltung des Stiftungsvermögens. Die Verbrauchsstiftung. Verbrauchsstiftung, ja. Es wäre gut, wenn Herr Schmidt auch noch ein Mikrofon hätte, dann würden Sie merken, Sie lesen es aber auch, was ich mal falsch sage, und Sie würden es richtig hören. Aber so höre ich es richtig, und Sie können sich vorstellen, dass ich diesen Moment immer nicht so ganz super finde. Das Hören schon, aber die Peinlichkeit, die damit verbunden ist. Frau Murphy, von Sammelbüchsen, Spenden-Crowdfunding und Spendensiegeln, Überblick über Sammelvermögen mit zivilrechtlichem Schwerpunkt. Herzlichen Glückwunsch. Herr Rea, Ertrag, steuerliche Subjektfähigkeit von Vermögensmassen mit Zweckvermögen. Herzlichen Glückwunsch. Frau Rivas-Lanos, Follow on Drugs and Due Diligence under the US SPC System, a cooperative analysis with the US PTI System. Herzlichen Glückwunsch. Herr Schramm, der Strafrichter als Schiedsrichter im Rahmen des Paragraphen 265d StGB, die Sportregelakzessorität des Paragraphen 265d StGB als zulässiges Bindeglied zwischen Strafrecht und gesellschaftlichem Subsystem auf den Prüfstand. Herzlichen Glückwunsch. Herr Schulte-Hinrichs, die Strafbarkeit von Verstößen gegen Teilungsklauseln im internationalen Konsortialkreditsverträgen im Hinblick auf Untreue, Betrug und Bilanzdelikte. Herzlichen Glückwunsch. Frau Wahlenkamp, zwischen Geheimnisschutz und Strafverfolgung, die ärztliche Schweigepflicht im Strafverfahren und die Offenbarung strafverfolgungsrelevanter Patientengeheimnisse. Herzlichen Glückwunsch. Herr Winterhalder, die Mitwirkung von Indexfonds in der Corporate Governance börsennotierter Aktiengesellschaften. Herzlichen Glückwunsch. Noch so ein Gesamtfoto. Zusammen? Ja. Das ist, glaube ich, auch noch das Foto. Ja.
Ja, natürlich. Ich will noch einen Satz sagen. Sie werden sich wundern, was in den schönen, großen, roten Geschenken drin ist. Das ist unsere Uhr, die wir an der Bucerius Law School in allen Räumen hängen haben. Bitte sehr. Damit wir die Zeit nicht aus dem Blick verlieren. Ne? Wir kommen zum zweiten Punkt, der Verleihung des diesjährigen Promotionspreises unserer Hochschule. Und ich darf meinen lieben Kollegen Herrn Hingst auf die Bühne bitten. Und den Preisträger, Herrn Humm. Und Herr Hingst ist Partner der Kanzlei Nörr und die Kanzlei ist so freundlich, den Preis zu stiften, das Preisgeld zu stiften. Und vielleicht magst du ein paar Worte sprechen. Gerne. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute schon zum fünften Mal das Vergnügen, den Promotionspreis der Bucerius Law School zu verleihen. Das ist in der Tat ein kleines Jubiläum. Es ist für die Kanzlei Nörr, bei der ich in Hamburg tätig bin, eine besondere Ehre und Freude, diesen Preis stiften zu dürfen. Denn die Verbindung von Wissenschaft und Praxis ist für uns und auch für mich persönlich ein besonderes Anliegen. Eine Dissertation wie auch einige oder sogar viele von Ihnen, lieber Jahrgang 2022, Sie vielleicht später einmal verfassen werden, ist ja in mehrfacher Hinsicht eine besonders erfreuliche Leistung. Zunächst einmal und vor allem trägt eine vertiefte wissenschaftliche Befassung mit einem Thema, wie sie in einer Dissertation geleistet wird, ihren Wert in sich selbst aufgrund des damit verbundenen Erkenntnisgewinns und Fortschritts. Und das ist der Hauptpunkt frei von allen Nutzenerwägungen, wenn man eine Dissertation schreibt. Darüber hinaus bildet akademische Exzellenz, wie sie gerade durch eine vorzügliche Dissertation unter Beweis gestellt wird, zusammen mit einem erfolgreichen juristischen Studium, das Sie alle an der Law School schon begonnen haben, respektive auch absolviert haben, was die Promovierten betrifft, eine vorzügliche Grundlage für eine erfolgreiche Ausübung eines jeden juristischen Berufs, egal auf welchem Feld. Insoweit freue ich mich besonders, dass die Bucerius Law School dieses Jahr wiederum, und zwar in Ihnen, einen so würdigen Preisträger für den Promotionspreis gefunden hat und darf das Wort jetzt wieder weiter und zurückgeben an dich, lieber Christian, für die Laudatio. Ja, liebe Studierende, Sie wissen es nicht, aber jeder zweite von Ihnen wird promovieren. Dazwischen müssen Sie jetzt noch das Studium hinter sich bringen, aber dann geht es weiter. Ich habe jetzt das Vergnügen, die Laudatio halten zu dürfen und die Arbeit trägt den Titel Testierfreiheit und Wertordnung, eine rechtsvergleichende Untersuchung anstößiger, letztwilliger Verfügungen in Deutschland, England und Südafrika. Die Arbeit wurde von Rainer Zimmermann betreut. Wie er bewertete auch meine Kollegin Anne Röthel die Dissertation mit der höchsten Note summa cum laude. Doch sie war nicht die einzigste Arbeit, die in diesem Jahr mit dieser Note ausgezeichnet wurde. Was hebt sie hervor? Was macht sie preiswürdig? Worin zeigt sie ihre besondere, vertiefte rechtswissenschaftliche Qualität? Doch zunächst, worum geht es in der Arbeit? Sie beschäftigt sich mit der Testierfreiheit und ihren Grenzen. Ein Erblasser trifft in seinem Testament Anordnungen, die uns fragwürdig, unangemessen oder anstößig erscheinen. Konkret geht es um drei Fallgruppen, nämlich erstens das Geliebtentestament, bei dem die Geliebte statt Familienangehörigen, also der Ehefrau oder Kinder, als Erbe eingesetzt wird. Die zweite Fallgruppe betrifft Potestativbestimmungen, die die Erbenstellung davon abhängig machen, dass der Erbe bestimmte Handlungen vornimmt
oder unterlässt, etwa das Rauchen aufgibt oder sein Studium abschließt, die Konfession wechselt oder bestimmte Personen nicht heiratet. Die dritte Fallgruppe handelt von Verfügungen, die an ein Merkmal, etwa des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder der Rasse anknüpfen und dadurch bestimmte Personengruppen wie Frauen, Homosexuelle oder schwarze Menschen diskriminieren. Die ersten beiden Konstellationen werden in Deutschland seit Jahrzehnten bearbeitet. Herr Humm bewegte sich hier auf breit ausgetretenen Pfaden. Was konnte er hier sinnvollerweise unternehmen? Was kann Rechtswissenschaft in einer solchen Situation leisten? Statt den alten Kohl erneut aufzukochen und als frische Rechtsauffassung zu präsentieren, kann sie die Pfade selbst zum Untersuchungsgegenstand mit dem Ziel machen, deren Verläufe, Strukturen, Eigenschaften herauszuarbeiten, um zu verstehen, warum sich über die Zeit gerade diese und nicht andere Rechtsvorstellungen herausgebildet haben. Eine solche reflexive Forschung kann unterschiedlich ansetzen. Sie kann etwa nach der Bedeutung bestimmter Aspekte, etwa des Geschlechts oder ökonomischer Ordnungsvorstellungen fragen oder Diskursstrukturen nachgehen oder wie Herr Humm historisch vergleichend ansetzen. Das Attribut historisch vergleichend besagt noch wenig. Es gewinnt Kontur, sobald Herr Humms akademische Prägung berücksichtigt wird. Denn sein Doktorvater, Rainer Zimmermann, hat eine wirkmächtige akademische Schule begründet, für die der historisch vergleichende Zugriff charakteristisch ist, um im Bemühen um ein gemeineuropäisches Rechtsverständnis unsere gegenwärtige Rechtsordnung besser zu verstehen. Die beiden Vergleichsordnungen England und Südafrika hat Herr Humm sehr klug ausgewählt. Es existieren so viele Gemeinsamkeiten, dass die zugleich vorhandenen Unterschiede es erlauben, das Selbstverständliche der deutschen Rechtsvorstellung zu hinterfragen. Der Blick auf das andere lässt das Fremde des eigenen sichtbar werden. Als übergreifenden Vergleichsgesichtspunkt verfolgt Herr Humm die Frage, ob die unterschiedlichen Rechtsauffassungen in den drei Rechtsordnungen auf divergierende Wertvorstellungen innerhalb des Erbrechts zurückzuführen sind. Seine Antwort fällt negativ aus. Verantwortlich für die Unterschiede sind viele Faktoren, angefangen bei historischen Zufälligkeiten, den Pfadabhängigkeiten oder Entwicklungen innerhalb der rechtswissenschaftlichen Gespräche und ihrer Beziehungen zur Rechtspraxis und nicht in erster Linie Moralvorstellungen. Herrn Humms vergleichende Arbeit ist in jeder Hinsicht vorbildlich. In beiden Rechtsordnungen bewegt er sich auf Augenhöhe der fremden Entwicklungen und Debatten. Er hat das fremde Recht durchdrungen und verstanden wie die eigene Rechtsordnung und so eröffnen seine Berichte tiefe Einsichten für die deutschen LeserInnen in das englische und südafrikanische Erbrecht. Das alles ist auch in dem Sinne neu, als solche Berichte bislang nicht existierten. Aufbauend auf den drei Länderberichten wird anschließend verglichen. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammengestellt und die Gründe für Differenzen verfolgt. Mit den so gewonnenen Einsichten wendet sich Herr Humm dann erneut der eigenen Rechtsordnung zu, um diese konstruktiv kritisch zu würdigen. Der historisierende Zugriff stellt bei alledem sicher, dass sich seine Analysen nicht im Zufälligen der Gegenwart verlieren. Mit der dritten Konstellation, der Diskriminierungsthematik, betritt Herr Humm auf dem Gebiet der Testierfreiheit außerdem thematisches Neuland. Denn die tradierte, gefestigte und nie hinterfragte Rechtsauffassung in Wissenschaft und Praxis lautete, dass sich aus Diskriminierungsverboten keine Grenzen für die Testierfreiheit ergeben können. Der Rechtsvergleich dient hier noch viel mehr als in den ersten beiden Konstellationen, das Selbstverständliche aufzubrechen. Denn das südafrikanische Verfassungsgericht hat im letzten Jahr entschieden, dass die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote auch private Erblasser binden. Was für uns natürlich nicht verbindlich ist, aber vielleicht Anlass sein kann, nachzudenken. Herr Humm erschließt hier erstmals das in den letzten Jahren immer weiter anwachsende allgemeine Forschungsgespräch über rechtlichen Diskriminierungsschutz für das Erbrecht eine weitere äußerst verdienstvolle Leistung. Die inhaltlich herausragende Arbeit wird ergänzt und spiegelt sich in Sprache, Gedankenführung, Sorgfalt der Aufarbeitung der Forschungsgespräche, Argumentationsniveau und Informationsgehalt wider. Sicher lässt sich schon jetzt sagen, dass das künftige Forschungsgespräch über die Testierfreiheit nicht um die Arbeit von Herrn Humm herumkommen wird. Seine Arbeit macht einen Unterschied, verändert das Gespräch. Der Kommission fiel es deshalb leicht, sich auf die Arbeit von Herrn Humm als Preisschrift zu einigen. Und all das Geschilderte, wen wundert es, macht vertiefte rechtswissenschaftliche Forschung aus. Und das sollte für jede Dissertation Ziel, Anspruch sein. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt zusammen mit Herrn Hinz Ihnen den Preis der Preisgeber.
Was mit den Enten auf sich hat, das werde ich gleich erst verraten. Liebe alle, lieber Jahrgang 2022, wer von Ihnen das Programmheft aufmerksam studiert hat, wird erkannt haben, zwischen dem anschließenden Empfang und Ihnen komme noch ich. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Vorab noch zwei Punkte. Der erste Punkt: Im Namen der Alumni und Alumni der Bucerius Law School herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dieser Willkommensgruß verbunden mit dem Rat, die Ressourcen der Hochschule zu nutzen. Damit meine ich nicht die Bibliothek, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet hat, sondern eure Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Alumni und Alumni der Hochschule. Auch wenn sich das vielleicht nicht so anfühlt, viele der Fragen, die ihr im Studium begegnet werdet, welchen Praktikumsgeber wähle ich, wohin soll ich ins Auslandstrimester, welchen Schwerpunkt wähle ich, wie bereite ich mich auf das Examen vor, wie strukturiere ich eine Promotion, sollte ich überhaupt promovieren, in welchem Bundesland sollte ich Referendariat machen und welcher Arbeitgeber kommt eigentlich für mich in Frage? All diese Fragen sind vorher schon einmal von Kommilitoninnen und Kommilitonen, von Alumni und Alumni dieser Hochschule beantwortet werden. Nutzt dieses informelle Wissen, was durch die Gänge und Flure der Bucerius Law School wabert, und fragt. Profitiert von dem Erfahrungswissen, welches bei uns vorhanden ist. Nun zu den Enten. Für die, die nicht regelmäßig auf dem Campus sind. Es gibt ein Entenpaar auf dem Campus. Gerd und Ebelin werden sie von den Studierenden genannt. Und dieser Preis sind diese stilisierten Enten. Denn uns Alumni und Alumni liegt die Hochschule am Herzen. Wir haben eine großartige Zeit da gehabt, eine tolle Studienerfahrung, schöne Momente, einprägsame Momente. Und deswegen verleihen wir in unregelmäßigen Abständen einen Preis für besondere Verdienste um die Bucerius Law School. Das letzte Mal 2019 und jetzt dieses Jahr hatten wir gleich zwei Preisträgerinnen und einen Preisträger und eine Preisträgerin. Der Preisträger ist Alexander Blümel. Alexander Blümel hat nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs eine Ukraine-Hochschulgruppe gegründet, ist dann zum Sprecher des norddeutschen ukrainischen Hilfsstabes geworden und hat all diese Dinge parallel neben seinem Studium vorangebracht und geholfen, dass die Studierenden der Bucerius Law School sich hier in die Zivilgesellschaft einbringen. Alexander ist heute leider nicht da, denn er ist in New York. Warum? Er macht gerade Auslandstrimester. Für ihn werden wir daher einen separaten Empfang organisieren. Er bittet aber darum, und darauf möchte ich auch hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, am Empfang, beziehungsweise am Empfang an den Ausgängen und an der Garderobe, zu spenden für Krankenwagen in Mykolaiv und Kharkiv und so helfen, menschliches Leid zu lindern. Die andere Preisträgerin ist heute anwesend. Das ist Elisabeth Strack. Elisabeth Strack kennen alle, die an der Bucerius Law School studiert haben und ihr kennt sie jetzt auch. Elisabeth Strack war viele, viele Jahre als Coach tätig und stand Studierenden aus allen Jahrgängen mit Rat und Tat zur Seite, wenn man persönlichen Herausforderungen gegenüberstand oder das Studium einen zu überwältigen schien. Und ich glaube, sie weiß gar nicht, wie groß ihr Wirkkreis ist, weil auf vielen Partys wurden dann die Tipps und Tricks, die sie verraten hat, diskutiert, für gut befunden und dann anschließend auch umgesetzt. Sie ist wahrlich eine Säule der Bucerius Law School, eine Säule unserer Studienerfahrung. Und deswegen möchten wir Ihnen den Preis um die besonderen Verdienste für der Bucerius Law School verleihen. Vielen, vielen Dank.
Diese Enten haben immer einen sehr repräsentativen Platz am Eingang an der Bucerius Law School. Dort werden sie stehen und alle Menschen daran erinnern, was für großartige Leistungen sie geleistet haben. Wie werden wir sie noch ehren? Sind ja vom Campus eigentlich nicht wegzudenken. Wir möchten ihnen einen dauerhaften Platz auf dem Campus zukommen lassen. Einen großen Strahlensessel, da werden wir dann diese Plakette drauf befestigen. Und damit können Studierende auch das tun, was sie häufig geraten haben. Mal rauskommen, an die frische Luft kommen, ein bisschen entspannen, sich nicht zu sehr stressen lassen. Insofern vielen, vielen Dank für all Ihr Engagement an Ihrer Zeit an der Bucerius Law School. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Ruben, für diese sehr passenden Ehrungen. Beide würden wir genauso unterstützen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie nah der Alumni-Verein an unserer Hochschule immer dran ist. Der Alumni-Verein hat inzwischen, oder wir haben inzwischen 1960 Absolventinnen und Absolventen und über 90% sind im Alumni-Verein organisiert. Das heißt, es sind auch noch die aus den ersten Jahren dabei, weil sie eben diese enge Verbindung zu unserer Hochschule halten. Und das werden Sie sicher auch in der Folge so tun. Bevor wir uns jetzt gleich auf dem Campus treffen, denn ich stehe jetzt zwischen dem Essen und Ihnen, möchte ich zumindest noch ein paar Worte des Dankes aussprechen. Stellvertretend für das Studierendensekretariat und den reibungslosen Ablauf des Auswahlverfahrens in diesem Jahr stehen hier, nee, Sie stehen noch nicht, aber Sie kommen sicher gleich zu mir, Maja Lohse und Katja Trentschel. Ja. Die Sie, liebe Studierende, von Ihrer Bewerbung bis heute begleitet haben und Sie wissen sicher besser als ich, wie viele Fragen Sie beantwortet haben, um alle Probleme auch schnell zu lösen. Sie erhalten von Ihnen allen einen großen Applaus und von mir zwei Gutscheine. Veranstaltungen wie diese sind nur möglich, wenn ein ganzes Team unserer Kolleginnen und Kollegen mit sehr großem Engagement sich dafür einsetzt. Ich danke unserem Videoteam unter Leitung von Sven Störmann, Yannick Matern, Laura Dinse und Lars Ippich, die unseren Livestream ermöglichen. Martin Meyer, unserem versierten Leiter für die Veranstaltungstechnik und Thekla Schade-Sielmann, die für unser leibliches Wohl sorgt und uns schon auf dem Campus erwartet. Ein besonderes Dankeschön gilt heute von mir und von Ihnen allen Susanne Algermissen, die alle Fäden bei der Organisation dieser Veranstaltung schon seit Monaten in den Händen hält und diesen Festakt mit viel Liebe zum Detail vorbereitet hat und gestaltet hat. Wollen Sie sich gemeinsam mit mir bei ihr bedanken? Ich bin bei der letzten Karte. Die Studierenden des neuen Jahrgangs bitte ich nun zunächst noch auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben. Wir möchten im Anschluss noch ein Gruppenfoto machen. Sie, liebe Angehörige, liebe Gäste, darf ich nun sehr herzlich zum Empfang einladen. Nehmen Sie sich dabei gerne am Ausgang direkt einen Apfel mit, eine Spende des Studierendenwerks, die auch das Catering organisiert haben.
Schauen Sie sich gerne bei uns auf dem Campus um, werfen Sie einen Blick in unsere Bibliothek, aber seien Sie bitte leise, dort wird gearbeitet, damit Sie einen Eindruck bekommen, wo Ihre Kinder einen Teil ihrer Zeit in den nächsten Jahren verbringen werden. Auf Anregung unserer Klimahochschulgruppe bieten wir übrigens seit einigen Jahren ein rein vegetarisches Catering an. Das Studierendenwerk hat sein Angebot immer weiter ausgebaut und für uns schmackhafte Gerichte entwickelt. Genießen Sie den Tag mit uns. Ich freue mich darauf, Sie gleich im persönlichen Gespräch kennenzulernen. Vielen Dank.